An Trollinger muss ich Ihnen ehrlich sagen, wenn ich da insgesamt 5 Viertel getrunken habe, ist viel in meinem Leben. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen ein neues Mal zu einer Tour, eine Sonntagstour durch unsere Stadtgespräche. In diesem Sonntag schauen wir uns den Wein etwas genauer an. Und mit wem könnte ich da besser drüber reden als mit Vincent Klink? Das sitzt mir jetzt hier gegenüber, Herr Klink. Der Vincent Klink ist der bekannteste Sternekoch Deutschlands, oder der Stuttgart zumindest, aber Deutschlands vielleicht auch. In meiner Straße bin ich ziemlich gut bekannt. Wir kennen ihn aus ganz vielen Fernsehsendungen, Kochsendungen im Fernsehen. Und man kennt auch seine Gourmet-Küche aus seinem eigenen Restaurant der Wielandshöhe in Stuttgart. Ne? Und er ist aber nur Spitzenkoch, sondern er ist auch Künstler, Jazzmusiker, Autor, Herausgeber, ne? Von Büchern, Verleger von Büchern. Und es ist auch so, dass ich eines ihrer Bücher tatsächlich besitze. Und aus diesem Buch immer dem Bauch nach, kulinarischer Reisen. Seit 2011 koche ich aus diesem Buch grundsätzlich ihre amerikanische Pumpkin Soup. Nämlich. Die schmeckt hervorragend. Die gab es für letzten Sonntag für meine Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich sehr, dass Sie jetzt da sind. Und jetzt machen wir mal so frei nach Ihrem eigenen, von Ihrer Homepage geklauten Motto. Das heißt, wir hocken im Lock, sind aber nicht down. Ne? Genau, es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Genau. Und wir reden jetzt heute aber überhaupt gar nicht über das Essen, sondern wir reden heute über Wein. Und da habe ich jetzt eine Frage an Sie. Also Stuttgart ist eine Weinstadt. Im frühen 1900 war das mal anders. Da war der hiesige Wein einfach ziemlich schlecht. Und dann hat König Wilhelm die Initiative ergriffen und hat sozusagen eine königliche, mit dem königlichen Hof- und Domänenrat, königlicher Hof- und Domänenrat Karl Christoph Friedrich von Gurk, 1825 die Gesellschaft zur Weinverbesserung gegründet. Karl Gurk ist uns heute kein Begriff mehr, dann aber schon mehr sein Halbbruder Friedrich Hölderlin, den Dichter, kennen wir alle. So, und mit in der Folge dieser Aktivitäten dieser Weingesellschaft von Karl Gurk wurden in den Jahren darauf 18 Millionen Rebstöcke an Stuttgarter Wengerter verschenkt. Was war geschehen und warum war diese Reform notwendig, Herr Klink? Ja, der Wein, also vielleicht muss vorausschicken, dass Württemberg ein sehr armes Land war vor der Industrialisierung. Mhm. Und diesen Wein als Genuss, also feines Glas, und das war eigentlich bei der Bevölkerung, also sowieso die gehobenen Stände, also ein Arbeiter oder so, der hat, oder ein Taglöhner, der hat keinen Wein getrunken, sondern ja. Es gab sogar Weine, wo man dann, wenn sie auspresst war, nochmal mit Wasser gemischt hat und nochmal gequetscht, so als Volksgetränk, weil insgesamt war ja die Wasserqualität auch nicht gut und Wein war, hat ja einfach auch eine desinfizierende Wirkung gehabt. Mhm. Das war teilweise gar nicht bekannt, die haben sich an das Geschäft gewöhnt. Ja, ja. Und selbst ich als Kind weiß noch, mein Vater in der Wirtschaft, die haben manchmal 14 Viertel getrunken, die Typen. Das war aber nicht der Wein, den wir heute haben. Das war ein dünnes Zeug, vielleicht 8%, also ein bisschen stärker wie Bier. Mhm. Und in der Tat ist so, je leichter der Wein, desto weniger Aromen hat er. Das ist natürlich so. Und dann gab es natürlich eben die bessere Gesellschaft in Stuttgart und da ist es eigentlich völlig logisch, dass einer angefangen hat, ich trinke nicht mehr so viel, also Masse? Sondern besser. Besser? Mhm. Wobei natürlich der Süden Deutschlands sowieso nie das Gebiet der Wirkungstrinker war. Die sind im Norden, da geht es dann auch mit Schnaps und alles Mögliche, und Skandinavien und so weiter, das sind weniger Genusstrinker, gibt schon. Also wie bei uns, hängt auch damit zusammen, ich habe zum Beispiel, ich kenne keinen einzigen Winzer, der Alkoholiker wäre. Das hängt mit dem Genuss zusammen. Also das, durch diesen Verein ist das Niveau nach gehoben worden und damit auch die Ansprüche. Und ich glaube auch, die Genussfähigkeit wurde erlernt. Mhm. Man hat es also nicht mehr gesoffen wie Bier, sondern man hat es ein kleines Stück getrunken, Klotzt. Nicht mal unbedingt zum Essen. Ja. Ich erinnere mich noch als Kind, bei uns zum Essen gab es nichts zu trinken. Da haben wir sich aufs Essen konzentriert. Und der Nietzsche hat ja schon vom viehischen Nachgussbedürfnis der Deutschen gesprochen. Also hinterher. Das ist sogar heute noch im Volk drin, dass sie gern dann hocken bleiben
und weiter trinkt, bis er halt schwindelig wird. Und ich denke mal, das war damals mit dem Riesling, dass sie den geschenkt bekommen haben. Erstens, sie hätten sich das nicht leisten können, das waren arme Teufel. Und zweitens ist der Riesling eigentlich ziemlich die komplizierteste Rebe, die es so gibt. Oder empfindlich, kälteempfindlich, Ertrag, problematisch, Ansprüche an Klima. Damals waren es noch kälter wie heute. Aber wenn es dann hinkauert, und es war ein gutes Jahr, deswegen war damals, selbst vor 40 Jahren noch, der Jahrgang war das A und O. Ja, genau. Man hat gekämpft um Öxle, heute kämpft man gegen die Öxle, dass man nicht zu viel hat, weil die Weine teilweise bis in die 14% reingehen. Und diese Entwicklung, die begann damals und hat eigentlich bis heute einen fantastischen Verlauf genommen. In meiner Anfangszeit als Gastwirt musste ich mich schämen, wenn Franzosen zu Besuch kamen. Ja, okay. Die haben auch gemault und gemeckert, was das für ein Zeug ist. Und die altvorderen Schwaben, die haben das auch mögen, so halbsüß oder irgendwie. Ja. Und da hat sich eine enorme Entwicklung, also der Geist von damals, der wurde eigentlich ständig erneuert bis in die heutige Zeit. Und heute sind wir auf dem Weltmarkt in der Qualität absolut konkurrenzfähig. Es gibt bei uns Spätburgunder Weine, die mit den Burgundern in Frankreich mithalten können, sogar noch manchmal besser sind. Der Unterschied ist halt, als ich mein Geschäft angefangen habe, hat der Flasch Wein halt irgendwie 4 Mark gekostet. Und der Trollinger hatte einen Ertrag zum Teil bis 160 Hektoliter pro Hektar. Der Burgunder im Burgund hat 36 Hektoliter. Okay. Also er muss eigentlich um ein Vielfaches teurer sein. Und so ist es heute natürlich auch. Die Weine sind dichter geworden, qualitätsvoller und natürlich auch teurer. Und der Riesling, um darauf zurückzukommen, ist weltweit die feinste Rebe, sagen wir mal, für trockenen Halbtor. Es gibt ein paar Süßweinreben auch in Frankreich, die sehr teuer und sehr gut sind, aber das ist was anderes. Der Riesling ist vom Duft her absolut für mich die Königin der Trauben. Als Mann hat man ja so Phasen. Da kommt auch mal die Midlife-Krise, da kommt das und plötzlich verträgt man keinen Riesling mehr. Okay. Und jetzt bin ich äußerst 70 und jetzt vertrage ich ihn wieder. Das ist doch toll. Aber da hat der Wilhelm I., der König und der Hofdomänenrat schon den richtigen Weg eingeschlagen, ne? Eigentlich erstaunlich, wie sie da drauf gekommen sind. Ja. Wenn es Zufall war, es eine wirklich glückliche Fügung. Aber ich nehme an, dass die Kenntnisse damals in gewissen Kreisen schon sehr, sehr groß waren. Ja, bei Wilhelm I. darf man das vermuten. Also der war ja oft in Frankreich, früher viel nach Frankreich. Ja, die sind herumgekommen in der Welt. Ja, das denke ich schon. Ja, Herr Klink, noch eine Frage habe ich. Und zwar, Sie reisen ja auch viel, gell? Und probieren fremdes Essen. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, aber Sie haben es gemacht. Ja, viel hinter mir. In wie vielen Ländern waren Sie und haben Sie da schon Wein getrunken? Wo überall haben Sie Wein getrunken? Ich kann es gleich sagen, ich bin nur dorthin gereist, wo Wein wächst. Okay. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ja, okay. Also dort, wo es halt guten Wein gibt, dort bin ich hin und da gibt es auch gute Küche. Das gehört ja eigentlich zusammen. Und Frankreich war natürlich eigentlich meine Art Universität. Wir sind jeden dritte freie Wochenende irgendwo im Elsass als Anfänger. Dann haben wir noch einen Tag dazu, einfach zu gucken, wie die das machen. Und da muss ich sagen, da kam dann die Zeit eben, wo mir der schwäbische Wein nicht mehr geschmeckt hat. Das ist schon klar. Ne? Das war so vor 40 Jahren. Und kürzlich, und ein Trollinger muss ich Ihnen ehrlich sagen, wenn ich da insgesamt 5/4 getrunken habe, ist viel in meinem Leben. Und letzte Woche, vor 14 Tagen, hatte ich eine Lesung. Nicht viele Leute, wegen Lockdown und so. Die haben mir hinterher eine Flasche Trollinger geschenkt. Nein, ich denke, oh je. Nee. Der war von der Weingärtnerei Manufaktur Untertürkheim. Ja. Das war sagenhaft. Die Flasche habe ich komplett ausgetrunken und die Kunst ist ja, das finde ich die größte Kunst, dass ein Wein Dichte hat, Volumen, Aroma und der Trollinger hat trotzdem plus 12% gehabt. Wir sind mit 14%, also Alkohol,
macht immer das Maul rund, ne? Das ist ganz klar. Und der Schnaps hat einfach mehr Power im Mund, jetzt wie ein dünner Wein. Und da die Balance zu halten, einen dicken Wein zu machen, der weniger Alkohol hat, das ist die höchste Kunst. Cool. Und das gibt es in unserer Gegend von Jahr zu Jahr mehr, weil wir natürlich durch den Klimawandel nicht mehr Angst haben, also ich weiß nicht genau, erinnere mich noch, wo die Winger gejammert haben mit 70 Grad Öxle und 80 Grad Öxle, affersauer. Und heute hat man Schwierigkeiten, dass man nicht in die 120 Öxle reinkommt. Und heute lässt man die Blätter teilweise dran, dass die Reben im Schatten sind. Ja. Und es gibt da auch in Baden-Württemberg jetzt neue Weinbaugebiete, meinetwegen. Zum Beispiel der Tübinger Wein ist ein echter Sauerrampfer. Der soll scheinbar Löcher im Bauch fräsen. Das ist jetzt aber anders. Jetzt klimatisch steigen die jetzt praktisch zur Weltklasse auf. Oder da hinter bei Neufen und so in der Gegend, bei Nürtingen gibt es ja auch Wein. Das war früher ein Kampf. Ja. In Sachen Essig oder so. Und jetzt sind das die bevorzugten Lagen und die absoluten Südhänge, das ist halt nicht mehr so das Kriterium. Okay. Super, Herr Klink, ein wunderbares Weinseminar haben Sie jetzt mit uns gemacht hier, ne? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dass Ihnen Spaß gemacht hat, dass Sie Lust auf Riesling gekriegt haben jetzt. Und wenn Sie Lust auf mehr Stadtgespräche haben, dann gerne am nächsten Sonntag wieder reinschauen. Dankeschön.